Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Marvel Avengers. Ja, wie ihr seht, ich spiele diesmal Thor, der Sohn Odins. Ja, oder auch zu sagen, unser Gottheit von den Skandinavien, also von den germanischen Gottheit. Thor, der Gott des Donners. Ja, Leute, da will ich was sagen. Lasst uns nicht zu lange quatschen, wir fangen direkt an. Wow. Ich würde Mjölnir nicht mit deinem Blut beflecken. Stattdessen ist hier mein Ersatz dafür. Feigling, dann zerstören wir jetzt deinen Automaten und dann dich. Erstmal. Boah, die Dinger gehen mir so auf den Sack, ey. Oho. Ihr hattet Glück, aber unsere Spuren sind verwischt. Ihr findet uns nie. Ich wette dagegen. Du dauerst mich, Komplizin eines Betrügers. Missionbelohnungen, wow. So. Das ist selten. Und eine Fähigkeit erlernt. Ist okay, Großer? Der falsche Thor schwört, seine Anhänger kämen zu ihm nach Asgard. Sollten sie wirklich einen Weg öffnen wollen, gibt es eine Katastrophe. Diese Frau, Helen Gable, sprach von Dokumenten. Ich muss sie finden. Es gibt sicher keine digitalen Kopien. Ich muss es versuchen. Mit dem Namen Thor wurden Lügen verbreitet. Ich werde das beenden. Oder bei dem Versuch sterben. Deshalb mag ich Thor. So, jetzt Mission von der Captain America. Da ist Captain America. Hallo? Ach so. Commander Hill, AIM hat seine Lügen über die Resistance schon zu lange verbreitet. Das muss aufhören.
Ersetzen wir diese Lügen durch die Wahrheit. Aber sie haben viele Satelliten. Mit diesem Netzwerk kontrollieren sie die Informationen. Jarvis hat mehrere AIM-Satellitenzentren identifiziert, die das Ganze steuern. Ich weiß, was Sie denken. Wir schalten eins aus, dann bricht Ihr Netzwerk zusammen. Zumindest für ein paar Stunden. Wir könnten Nachrichten an die gesamte Resistance senden. Vorübergehend. Deshalb ist jedes Wort wichtig, das wir senden. Wir haben keine Waffen, die für Satelliten stark genug sind. Also wie soll das gehen? Der Satellit ist durch einen Weltraumaufzug mit der Erde verbunden. So kommen wir rauf. So, Captain America, ja. Aha. Gefährten fordern. Gefährter. Nein. Ich muss kurz zeigen, was irgendwas machen. Black Widow? Okay, gut. Mission starten. Dann brauchen Sie als erstes die Startcodes für diesen Weltraumaufzug. Das ist riskant. Es lohnt sich, Hill. Die Resistance ist noch anfällig. Wir müssen uns organisieren. Offene Kommunikationswege sind dabei entscheidend. Okay, komm, beeil dich. Ich nehme an, Sie wissen, woher Sie die Codes kriegen. Jarvis hat einen AIM-Basiskommander gefunden, der sie hat. Den werden wir besuchen. Wir uns die Startcodes. Wow. Jede Menge Fragezeichen. Schalten. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Wo? Okay. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Wo ist denn das? Scheiße.
Okay. Ein paar haben wir. Ich bin so stolz auf mich. Wie geht's dir, Kamala? Gut. Okay. Naja, vielleicht ein bisschen nervös. Hä? Wo ist die? Wo sind denn die? Wo ist denn der andere? Wo sind die anderen zwei? Ach da, da sind die zwei. Wir waren gut, oder? Okay. Jetzt. Cap, wir brauchen die Startcodes. Bin unterwegs. Perfekt. Weiter, weiter geht's. Keine Sorge, wir schaffen das. In der Nähe Ihrer Position steht eine Truhe mit Spezialressourcen. Okay, okay, komm her. Komm raus hier. Oh, komm! Komme ich jetzt da hoch? Ich glaube, ich weiß wie. Oh, Scheiße. Nein. Oh oh, das ist scheiße jetzt. Oh, das war knapp. Okay. Nein! Okay. Oh, das war knapp. Okay, okay, wir schaffen das schon. Mit Captain America ist es ein bisschen schwierig, aber wir schaffen das. So.
Okay, was haben wir Schönes hier? Nichts. Und da? Und da? Schaffen wir uns seine Aufmerksamkeit. Suchen Sie eine Truhe mit Spezialressourcen in der Nähe. Okay, wo ist der andere? Und? Mehrstufigen Authentifizierungssystem mit 3 Verteilerkästen gesteuert. Jarvis braucht die Kontrolle über sie, um die Freigabe zu fälschen und sie reinzubringen. Kann's nicht auch mal einfach sein? Hä, warte mal. Muss da irgendwas oben sein? Sir, AIM ist jetzt alarmiert. Rechnen Sie im Transportzentrum mit schwerem Widerstand. Okay, weiter geht's. Ausrüstung. Und jetzt. So und? Jetzt oder nie, Cap. Begeben Sie sich zum Aufzug, bevor... Okay. Und? Komplett abschalten. Ein Resistance-Verbündeter ist in der Nähe und könnte Hilfe gebrauchen. Das Spiel beginnt! Perfekt. Geht doch hoch! Oh.
gut. Dann leg mal los, Theo. Verschaffen Sie sich Zugang zu den drei Verteilern, die das Sicherheitssystem sperren, damit Jarvis reinkommt. AIM wird versuchen, ihn rauszuwerfen. Also müssen Sie die Truppe auf Distanz halten. Je mehr Verteiler, desto besser. Dranbleiben. Und weg mit dir. AIM kontrolliert einen Verteiler. Sie wollen Jarvis rauswerfen. Sie müssen AIM von den Verteilern wegbringen. Jarvis, Commander. Seine Einsen und Nullen sind vielversprechend, aber wir müssen die Verteiler im Griff behalten. Zurück, Dummkopf! Okay, Jarvis wird jetzt anfangen. Sie müssen AIM von den Verteilern wegbringen. Okay, ich schaff das schon. Okay, okay, was habe ich halt gestaltet? Okay, gut. Sie müssen AIM von den Verteilern wegbringen. Nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. AIM hat einen Verteiler zurück. Okay, ich hol es mir wieder zurück. Ich hol es mir wieder zurück. AIM kontrolliert einen Verteiler. Sie wollen Jarvis rauswerfen. Sperren am Aufzug sind deaktiviert. Sie können rauf, Cap. Okay, es geht los. Eine super lange Aufzugfahrt, bitte sehr. Okay, habe ich was bekommen? Okay, weiter. Eine Warnung, Sir.
Das wird eine ziemlich unruhige Fahrt. Oh, alle festhalten! Wir wissen nichts über die Verteidigung dieses Satelliten. Wir gehen rein, aktivieren die Selbstzerstörung und hauen wieder ab. Klar? Kristallklar! Okay, wo gehen wir jetzt hin? Orte mehrere Gegner, die jetzt aktiv werden. Was ist der Plan? Wir kämpfen uns zur Zentrale und überlasten ihr Energiesystem. Setzen Sie die Konsole für die Türen der Zentrale. Wir waren gut, oder? So. Ah, da ist was. AIM steht total auf Redundanzen, was? Ja, wenn nicht alles ausgeschaltet wird, bleibt der Satellit aktiv. Okay. Wir sind bereit, Captain. Sobald der Satellit offline ist, senden wir an alle eine Nachricht. Wir haben sie! So. Überlastung auf der ganzen Station. Wow. Die Klassiker sind die besten. Ach, komm. Leute, die hier aufsammeln, was bis zum Himmel leuchtet. Kommunikationszentrale gefährdet. Station wird zerstört. Sendebereich machen. Raus da! Das Ding geht gleich hoch! Okay, Leute, gebt euch mehr Mühe! Okay, okay. Stationsintegrität
Gebiet kritisch. Bitte umgehend evakuieren. Mission abgeschlossen. Geil. Ich hab was Nützliches. Komm bitte, was Nützliches. Jarvis, sende die Nachricht. Natürlich, Sir. Hier spricht Captain America. An alle, die sich der Tyrannei durch AIM widersetzen, an alle, die Angst haben oder nicht wissen, wohin. Die Avengers sind zurück. Und wir enttäuschen niemanden mehr. Okay. So, bitte was. Gut. Warum es leise ist, keine Ahnung. Okay. Okay. Hä, warte mal kurz, wie geht das nochmal? Zurück zum Quinjet. Nee, geht nicht. Nein, was? Nein, was ist jetzt passiert? Okay, gut. Okay. Komm, wir versuchen es mal mit Hulk. Die Stufe des aktuellen Ausgesundheiten ist zu nötig für diese Aktivität. Versuchen wir es mal. Weg. Tu mal Tor rein. Okay, ich hoffe, es funktioniert. Noch starten.
Komm, bitte. Boah, Iron Man sieht so geil aus, Alter, mit seinem Anzug. Boah, das nervt, ey. Ach nein. Ah, na super. Ja klar. Dein Ernst? Wir schaffen das nicht, weil wir noch zu schwach sind.
Ja, kannst du dich jetzt mal beeilen? Liebe Mitbürger, wir sind hier mit Demonstranten, die sich nach einer landesweiten Bedrohung unserer Freiheit geschlossen versammelt haben. Heute Morgen wurden die Anführer aller Truppenteile festgesetzt, und zwar von AIMS 9 Adaptoids. Es kam zur Panik, als große AIM-Flugschiffe über unseren Großstädten in Stellung gingen. Das Militär wird jetzt mobilisiert und die Nation befindet sich in einer Pattsituation. Natürlich. Das ist meine Tech. Das ist meine Tarntech. Moment! Jetzt passiert etwas! Ich empfange ein Notsignal von einer Resistance-Zuflucht in New York. AIM will uns rauslocken. Wenn wir sie retten, sieht es aus, als ob... Wie es aussieht, spielt keine Rolle. Wir sehen jemanden, der Hilfe braucht, also helfen wir. Wir tun, was wir tun müssen. Aufbruch bei Dämmerung. Hey, Cap. Pim schickt uns, was er über New York hat, falls du es sehen willst. Ich bin im Tech-Labor. Bin unterwegs. Okay. Hä? Okay, komisch. Sichern Sie mir meinen Kaffee und sehen Sie sich mein Angebot an. Komm bitte. Was bringt mir das? Das hat lang gedauert. Ich habe erst geschlafen, als es perfekt war. Moment, habe ich geschlafen? Viel Spaß mit dem neuen Ich. Okay. Ich mache jetzt den Cut. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Das wird mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Ihr könnt mir unten einen Kommentar da lassen. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ja, dann würde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Giacosa. Tschüss.